fast in den Baum reingebaut. Okay, also wenn ich es schaffe, ans Crafting ranzukommen, dann können wir uns hier reinbauen. Komm schon. Hey Leute, da sind wir wieder auf unserem kleinen schnuckligen Bäumchen, das es gilt zu bezähmen. Und dieser Spruch wird schon wieder dem Stefan total gut gefallen haben. Ich begrüße euch zurück zum Forgetter. Gestorben, Ausrüstung am Fuß des... Na super, noch so einer, der immer darunter geht und sich sterben lässt. Ich muss ganz ehrlich sein, das ist jetzt die zweite Aufnahme, die ich gerade eben versuche, weil ich habe gerade eben schon mal aufgenommen, mich hier kurz umgeguckt, dann die Idee gehabt, wie es mir schon ein Abonnent das letzte Mal geschrieben hat, runterzugehen und Fackeln am Fuß des Baumes zu verteilen. Ich wollte ja heute eigentlich nach oben klettern, aber diese Aufgabe finde ich dann doch noch ein bisschen sinnvoller, weil, wenn wir es schaffen, da... Ah, wir haben sogar noch Fackeln da. Wenn wir es schaffen, da unten genug Fackeln zu verteilen... Dann werden da unten keine Monster mehr spawnen und dann können wir den Fuß des Baumes einnehmen. Das Ganze hatte ich gerade eben schon mal probiert, hat dann aber eine so große Creeper-Explosion, dass ich Teile des Redstones, das da unten verlegt ist, mitgesprengt habe. Und da habe ich dann gedacht, okay, bevor am Schluss irgendwelche Sachen nicht funktionieren und wir dann irgendwelche Nachteile haben, da beginnt schon jemand eine Leiter zu bauen, ist ja episch. Gehe ich besser hin und nehme die ganze Sache jetzt nochmal auf. Und deswegen habe ich jetzt nochmal 3 Minuten gespielt oder sowas und fange jetzt eben nochmal von vorne an. Also das mit der Leiter, das ist neu für mich. Das ist ja auch geil, ist schon jemand hochgeklettert. Wie weit sind wir wohl schon hochgekommen? Ob wir wohl schon oben angekommen sind? Das habe ich in der letzten Aufnahme aber auch noch nicht entdeckt gehabt. Meine Fresse, hey, wir sind ja richtig weit dabei. Wir hatten sich so viel Arbeit gemacht. Ja, danke für den Zombie, ich gehe gerade wieder runter. Ist ja geil. Gut, dann hat wohl jemand anders sich schon die Idee von mir ja zu Herzen genommen, was ich da hatte. Dann gucken wir eben, dass wir schnell runterkommen. Hallo, Mr. Creeper. Aua. Alter. Bye, bye. Du auch. Die sind natürlich recht wild geworden hier. Gut, das wäre es auch mit denen gewesen. Und jetzt können wir endlich hier irgendwie nach unten gehen. Das heißt, das mit dem nach unten gehen ist hier relativ, relativ. Weil... Suicide! Passt perfekt. Gut, hier haben wir eine hübsche Zwischendinger. Und wenn wir den jetzt hier weghauen... Hallo? Bist du eigentlich das... Ich kann den nicht schlagen? Doch. Ja, geil. Alter, was ist denn hier wieder alles los? Ja, super, da kommt das Skelett wieder. Und da ist auch ein Skelett. Gut, immerhin eine Fackel konnten wir. Wetten, die ist jetzt auch schon wieder weg. Das ist doch alles scheiße, hey. Das muss aber irgendwie gehen, dass man da unten Fackeln verteilen kann. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir da irgendwie Fackeln unten hin machen können. Wie sollen wir denn ansonsten den Fuß des Baumes einnehmen? Du kannst doch nicht gleichzeitig hier gegen 10.000 Zombies kämpfen. Keine Chance. Ah, so stirbt man natürlich auch sehr gern. Dankeschön, fucking Shift. Wenn man dann an so blöden Lianen hängt und die auf einmal zu Ende sind, dann ist man natürlich auch tot. Ach, wunderbar. Ich bin gerade schon wieder überlegt, diese Aufnahme auch wegzuschmeißen. Ich bin gerade so angepisst von der Scheiße hier. Das geht mal gar nicht. So, gut, dann probieren wir es eben nochmal. Ist ja nicht so, als hätten wir zu viel Zeit oder so. Scheiß Skelett. Kannst mich mal... Oh, nicht mal jetzt fällt's runter. Ich dachte, ich kann es irgendwie so überlisten. Wetten, das schießt ja auch noch hoch. Und da steht ein Zombie rum. Wo kommen denn die ganzen scheiß Viecher hierher? Das kann doch echt nicht angehen. So, da stellen wir jetzt eine Fackel hin, dass hier nie wieder einer spawnen kann. Jetzt ist nämlich zu hell. Wie oft, wie viel Hits braucht der eigentlich? Geh's mal drauf, mein Freund. Ich will jetzt den Fuß des Baumes einnehmen. Da bist du mir etwas im Weg. Naja, egal. Ja, und jetzt kommst du natürlich und fixst mich von hinten, du blöder... Ach, ich geh jetzt einfach so runter. So, eine Stufe tiefer. Ist echt die Frage, wo man hier am besten runterklettert. Ich find's ja hier nicht schlecht. Ach, den Creeper habe ich natürlich übersehen. Glück gehabt. Und auch hier eine Fackel hin. So, und jetzt müssen wir von hier aus vernünftig runterkommen können.
Du, das ist gar nicht so schlecht hier. So, hier haben wir schon mal ein bisschen mehr Licht. Und Suicide. Dankeschön. Und hier ist schon wieder ein Creeper hochgegangen, hey. Bis wir mal irgendwann den Fuß des Baumes mit dieser Taktik eingeholt haben, glaube ich eher, dass da unten alles so versprengt ist, dass am Schluss nichts mehr da unten spawnen kann, weil alles gleich ins Nichts fällt, weil wir den kompletten unteren Fußboden weggeheizt haben. Das glaube ich eher, dass es da drauf rausläuft. Mann, 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 Mann. Du, 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 du. Jetzt gehen wir hier ran. So, du nervst jetzt. Geil. Aua. Ich glaub's ja nicht. Wir haben uns gerade tatsächlich hier unten. Okay, bis jetzt jedenfalls. Fast in den Baum reingebaut. Okay, also wenn ich es schaffe, ans Crafting ranzukommen, dann können wir uns hier reinbauen. Komm schon. Okay. Puh. Wir sind im Baum, Leute. Cool. Gut. Also, jetzt haben wir doch noch was geschafft. Wir sind im Baum unten eingefangen. Ja. Und jetzt können wir uns hier irgendwie eine kleine Basis bauen. Ich hätte ja schon fast Bock, den nächsten hier unten stehen zu lassen. Episch, was ist das denn? Ist das Bedrock? Das ist Bedrock in Holztextur. Auch geil. Gut. Aber wir haben einmal in unserem Leben Glück gehabt. Nachdem ich schon gedacht habe, ich darf diese Aufnahme echt auch noch wegschmeißen, weil wir nichts auf die Reihe bekommen haben. Haben wir Glück gehabt und jetzt sitzen wir hier unten fest und haben aber immerhin genug Holz. Was machen wir jetzt? Blöd aussehen. Wir kommen hier nämlich nicht mehr raus. Aber wir haben Fackeln, das ist schon mal was. Oh, da geht's auch wieder raus. Und wir sitzen jetzt hier im Fuß des Baumes fest. Tatsache. Ist ja episch, ey. Naja, warum nicht? Ist doch Traum von jedem, dass er mal im Fuß des Baumes festsitzt, oder? Gut, dann können wir uns hier mal ein bisschen rumbauen. Alles voll mit Bedrock hier unten. Was ist denn los? Und wir haben echt irre Glück gehabt. Also, dass ich jetzt hier gerade mich reingebaut habe und das tatsächlich überlebt habe, das glaube ich immer noch selber noch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Inaktivitätspart. Aber von wegen, Leute. Wir haben mal was geschafft. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Holz abbauen und dann bauen wir uns nach oben, denke ich mal. Könnt ihr auch mit Dinger, mit Treppen, Fenster einrichten, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und dann sind wir tatsächlich im Fuß des Baumes. Oh Gott, hey, das ist aber auch nicht normal, dass man diesen Weg nimmt. Gut, dann gehen wir hier so und machen erstmal das ganze Holz genau so. Jetzt brauchen wir eine Crafting-Box. Und ich hätte ja Bock, mir hier eine Tür zu bauen, ne? Aber ich glaube, dass irgend so ein blöder Zombie hier hinkommt und die uns wieder kaputt macht. Aber ich probiere es einfach mal. Crafting Box, Crafting Box. Boah, das ist aber auch nichts gedacht, was wir hier gemacht haben. Dieses eine Holz können wir auch mal wegnehmen. Naja, vielleicht doch nicht, wenn ich mir das gerade so angucke. Vielleicht hätten wir das doch nicht wegnehmen sollen. Zack, dann eben nicht. Ich dachte, da können wir auch nochmal so ein kleines Fenster reinbauen. Aber war wohl doch nicht die Hammeridee des Tages. So. Sehr schön. Die Tür ist zwar falsch rum, aber es ist eine Tür und sie funktioniert und wir haben ein Holz mehr. Puh, wenn ich so auf die Zeit gucke, ich glaube ja der Nächste, den starten, lassen wir einfach mal hier unten starten. Einfach mal um zu gucken, was der macht. Der Nächste ist übrigens MS Adrian R. Ich weiß, dieser Name ist total falsch ausgesprochen, aber genauso wird er geschrieben und ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe so keine Ahnung, wie man ihn sonst aussprechen soll, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach so. Das wird er mir aber auch garantiert dann in seinem Part sagen. Das heißt, er darf sich den hier nicht angucken. Er wird es mir irgendwann sicher mitteilen, wie man ihn ausspricht. So leicht säuerlich angenervt, so wie ich immer kling, wenn man meinen Namen falsch ausspricht. Hast du falsch ausgesprochen, geht gar nicht, wirst gesteinigt. Skate 702 Germany. Na, Germany nicht, da sagen die meisten wieder Germany, aber 702 ist immer mit dabei. Ich hab gereimt. Da oben haben wir einen Lichtbug. Ist mir egal, Hauptsache ich kann das Holz weghauen.
Das dauert natürlich ewig. Wir hätten uns noch eine Holzspitzhacke nehmen sollen. Was ist denn das für Holz? Ich glaub's ja nicht. Bin ich jetzt total Bananen oder dauert es echt so lang, wenn man an einen Leiter hängt und was kaputt macht? Hallo? Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht, oder? Zack. So, jetzt haben wir hier oben immer mal wieder Licht. Das dauert echt zu lang. Ist ja asozial. Wir holen uns mal eine Axt. Das heißt, ja doch, das können wir durchaus machen, uns eine Axt bauen. Ist zwar nur eine Holzaxt, weil wir hier unten absolut nichts haben, aber es dürfte immerhin schon mal ein bisschen schneller gehen. Ja, ein bisschen. Bisschen schneller tatsächlich. Vielleicht kann mich jetzt auch zwei nach oben graben und mich dann hier draufstellen. Weil dann kann ich, wenn ich stehe, dürfte das Ganze ja mit dank Kollisionsbox durchaus schneller sein, dass wir oben sind. Ja, passt. Gut, wir stehen. Und jetzt geht das Ganze auch wieder ruckzuck. Glück gehabt, hey. So ein asozial hohes Glück, dass wir es echt geschafft haben, uns in den Baum reinzubauen, wenn wir von allen Seiten geschossen werden. Total crazy, hey. So, hier brauchen wir als nächstes wieder eine Fackel. Ein Glück, dass wir Fackeln sogar noch dabei hatten. Das ist die Ironie pur, was wir hier gerade treiben. Wir sitzen hier unten in dem Berg drin, haben nichts, machen uns aber recht gut. Da oben ist noch was. Wie viel Zeit habe ich noch? 11:23, bis dahin kommen wir noch. Puh, die Alternative wäre gewesen, sich einfach in den Baum reinzubauen und dann nach unten zu graben, aber nee, das ist nicht so cool. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Creeper irgendwann hier reinkommt und anfängt, die Tür rauszusprengen. Super. Wieder ein fucking Stick zu wenig. Weil dann haben wir echt ein Problem. Wo wir uns doch gerade so schön hier eingelassen haben. Zack, zack, zack. Super. Was ist das? Das ist auf jeden Fall Eisen. Und da ist eine Holzwand. Vielleicht ist dahinter irgendwas, wo wir schon mal waren. Da hätten wir nämlich den Fuß befestigt. Naja, also wenn man das hier befestigt nennen kann. Das ist echt nicht easy, hier runterzukommen. Wir hätten auch den langweiligen Weg nehmen können und uns einfach irgendwie Sachen zusammen farmen und dann hier mordsbewaffnet mit übelst Rüstung und sowas runterzugehen. Aber nee. Also das ist wirklich dann für Anfänger. So, diesmal haben wir es aber geschafft. Boah, Fuß des Baumes, hey. Zieht man hier überhaupt irgendwas durch? Nee, ich glaube nicht. Geil. Gut, also bauen wir uns noch schnell hoch und gucken, ob wir da oben vielleicht wieder an irgendwas dran stoßen, wo wir schon mal waren. Sieht ja fast so aus, ne? Axt, komm her. Immerhin etwa doppelt so schnell als das Ganze davor. Gut. Eine Leiter noch hierhin. Und wo sind wir gelandet? Irgendwo im Nirgendwo? Ist hier irgendwas? Na, bis auf Spinnen. Aua. Gute Frage, hey. Was ist das hier? Warum wurde hier... Also hier wurde auf jeden Fall schon mal von irgendjemandem Holz hingesetzt. Das heißt, irgendwas muss hier sein. Sehr eigenartig. Die scheiß Spinne ist auch sehr eigenartig. Okay, wir sind ein kleines bisschen höher als davor. Gut, das heißt, wir machen jetzt hier eine Tür rein, würde ich sagen. Aber das Ganze auch wieder mit normalem Holz. So. Dann können wir jetzt hier nämlich eine Tür reinstellen und dann kommt man hier zumindest irgendwie raus. Naja, es ist ein Anfang und na, können wir uns, wo sollen wir uns weiter hochbauen? Ich würde sagen, wir bauen uns trotzdem hier weiter hoch. Die drei Leitern können wir gerade noch verbauen und dann stellen wir den nächsten da unten hin mit dem Kommentar. Ja, siehst du mal. Ist nicht immer so easy. Mal sehen, was der dann raus macht. Wehe, der lässt sich irgendwie Creeper da rein oder sowas. Da werde ich aber sauer. So, hier einmal so. Jetzt haben wir nämlich hier auch einen Ausblick, einen kleinen jedenfalls. Blöde Lianen, hey. Die haben mich vorher auch schon wieder den Kopf gekostet. Gut, und dann gehen wir jetzt runter, machen demnächst noch ein paar Leitern. Ich meine, ein bisschen sozial kann man ja mal sein. Ein Schild wäre auch nicht schlecht, stimmt.
Oh Mann, hey, ich freue mich so auf das Gesicht von dem Nächsten, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, wenn der hier unten im Fuß des Baumes. Wir sind im Fuß. Ich will ein scharfes Schreiben. Fuß des Baumes. Gefangen. Bau dich nach oben. Nicht mal für ein Dinger ist noch Platz. Doch, bau dich nach oben. So viel Platz ist gerade noch. Gut, dann machen wir eben noch ein paar Leitern. Ja, drei sollen reichen. So. Setzen die ihm hier hin und dann hat er die paar Items und ist ansonsten im Fuß des Baumes gefangen. Ja, Leute, da haben wir mal wieder was geschafft, hey. Das ist doch abnormal. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen bei diesem eher anderen Part. Das war mir auf jeden Fall mal unterhaltsam, also mir hat es jedenfalls gefallen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin auch viel Spaß. Hoffentlich machen die anderen nicht so abgefuckte Sachen. Ey, geil, ich grab mich einfach mal in den Fuß vom Baum rein. Oh Gott, Skate. Tschüss.